shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy. Und heute habe ich einen neuen lustigen Lounge-Clip für euch. Und den möchte ich euch gerade mal zeigen. Und zwar, ihr braucht hier, wie im Hintergrund, diese komische Orange da, wo auf den Dächern drauf ist. Ich zeige euch jetzt gerade mal auf der Karte, wo sich das befindet, und zwar hier. Allerdings gibt es in ganz Los Santos, ich glaube, 3 oder 4 oder sogar 5 solcher Bälle, die ihr runterschießen könnt, mit denen ihr es natürlich auch verwenden könnt oder machen könnt. Aber ich zeige es euch jetzt mal mit dem. Und ich habe hier schon mal mein persönliches Fahrzeug hingestellt, weil da müsst ihr nachher hin. Also ihr könnt es auch woanders probieren. Ich habe es auf dem Weg dorthin an mehreren Stellen auch probiert. Hat nie so geklappt, so richtig. Und deswegen empfehle ich euch, das da hinten auch zu machen, einfach der Einfachheit halber. Ihr müsst erstmal den Ball da oben runterschießen. Früher ging es noch mit der Shotgun oder einfach draufschießen. Das geht es irgendwie nicht mehr. Deswegen braucht ihr die Panzerfaust. Und dann löst sich der Ball von dem Dach da oben. Und dann müsst ihr einfach nur mit eurem Auto, ich empfehle euch, irgendein größeres Auto zu nehmen, also irgendein Insurgent oder ein Boost oder irgendwie sowas. Oder vielleicht ein Monster Truck, nichts Kleines, weil ihr braucht da ein bisschen Power. Also das, da, aber, da, aber dazu kommen wir später nochmal dazu. Und dann müsst ihr den Ball einfach darüber bringen, ist es nicht so schwer. Er haut halt ab und zu mal ab, aber wenn ihr dann hinten seid, dann seht ihr schon, was ich meine. Ihr könnt es natürlich auch an einer anderen Location probieren, wird auf jeden Fall auch klappen. Nur da hinten hat sich es einfach für gut empfunden. Und deswegen zeige ich es euch auch da hinten. Ich mache jetzt kurz einen Cut und wir sehen uns gleich hinten an der besagten Stelle. So, nun an der Stelle angekommen, wie ich euch vorhin gezeigt habe, haben wir schon mal die Kugel so ein bisschen unter das Dach fixiert. Auch mit Autos drumherum gestellt. Da empfiehlt sich halt wirklich größere Autos zu nehmen, irgendwelchen Mule oder den Gefängnisbus oder irgendeinen anderen Bus halt, dass ihr die Kugel wirklich fixieren könnt, damit den ich abhauen kann. Und da empfiehlt es sich wirklich zu zweit zu sein, weil alleine funktioniert es zwar auch, habe ich auch geschafft, nur mich hat es halt einmal katapultiert und danach war die Orange weg oder der Ball halt, der war weg. Und deswegen empfiehlt es sich einfach zu zweit zu sein, damit die Kugel nicht abhaut und dass der andere euch noch ein bisschen unterstützen kann, die ganze Zeit mit dem Auto dagegen zu fahren, damit die Kugel immer in Bewegung ist. Weil je mehr die Kugel in Bewegung ist und da ein bisschen rumbackt und spackt, desto höher fliegt ihr natürlich und es ist natürlich richtig geil, wenn es dann richtig katapultiert wird. Wir haben es jetzt leider nicht so oft geschafft, dass es richtig hoch wird, aber es ist einiges möglich mit dem Glitch. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, um die Kugel überhaupt richtig zu fixieren. Es ist nicht ganz einfach, aber wenn man es jetzt einmal ungefähr gemacht hat und ungefähr weiß, wo die Kugel sein muss oder wie das aussehen muss, dann ist es eigentlich relativ einfach beim zweiten Mal zu wiederholen. Und da empfiehlt es sich halt mit einem kleineren Auto davor zu fahren und da, wo euer Kumpel drin hockt, so wie wir das gemacht haben im Kuruma. Und der fährt dann gegen die Kugel und dann müsst ihr auf die Motorhaube drauf und dann mit Viereck versuchen, auf die Kugel drauf zu springen. Und während ihr euch da hochzieht oder hochklettert, katapultiert es euch durch die Map drin. Das ist richtig geil. Vor allem mit so einer Kugel habe ich noch nie einen Launch-Glitch gesehen und ich wusste nicht, dass es überhaupt möglich ist, aber ich finde es total richtig geil. Also Jungs, wenn ihr das nachmachen wollt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Ihr könnt mir ja schreiben oder unten in die Kommentare reinschreiben, wie weit ihr geflogen seid. Mount Chiliad soll drin sein, habe ich gehört. Nein, Spaß, glaube ich nicht, aber wer weiß. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen, also zu Ende schauen. Ich lasse nämlich noch ein bisschen Gameplay laufen von unseren Erfolgen, sage ich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, einen schönen Sonntag noch und bis dann. Ciao, euer Zeddy.